Ein herzliches Grüß Gott, liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen aus St. Wolfgang in Pfullingen von Dekan Hermann Friedel und mir, Pastoralreferentin Ines Spitznagel. Pfullingen ist eine mittelalterliche Stadt von ca. 20.000 Einwohnern. Im schönen Echatztal gelegen, am Fuß des Aufstiegs zur Schwäbischen Alb. Die einst vom benachbarten Reutlingen ausgehende Reformation hat die württembergische Umgebung hier geprägt. Ökumene ist keine leere Worthülse. Sie wird in unseren Gemeinden auch gelebt. Umso erstaunlicher, dass Pfullingen allein drei Heilige und Selige hervorgebracht hat. Der berühmteste von ihnen ist der heilige Wolfgang, Patron unserer Kirche und unserer Kirchengemeinde. Er ist stellvertretend für viele Menschen ein Vorbild, der auch lebte, was er sagte. Und der somit um des Himmels willen echt und glaubwürdig war. Echt sein, um des Himmels, um des Reiches Gottes willen. Unter diesem Motto wollen wir nun unsere Eucharistiefeier beginnen. Feiern Sie mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Mitfeiernde zu Hause, liebe Gemeinde hier in unserer Kirche St. Wolfgang, feiern wir den, den unsere Chorgemeinschaft eben als den Kyrios besungen hat, unseren Herrn Jesus Christus. Und öffnen wir uns für seine frohe Botschaft. Immer wieder klaffen Anspruch und Wirklichkeit in unserem Leben auseinander. Wir reden nur, anstatt zu handeln. Grund genug, Gott um sein Erbarmen zu bitten. Herr Jesus Christus, nur einer ist unser Meister. Wir alle sind Schwestern und Brüder. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, nur einer ist unser Vater, der im Himmel. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, nur einer ist unser Lehrer. Du, Herr,
Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der barmherzige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns alles, was uns noch voneinander und von ihm trennt, und schenkt uns wieder neu von seinem göttlichen, ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, junge und alte Menschen, einfache und kluge, erfolgreiche und solche, die sich schwer tun, hast du hier zusammengeführt als deine Gemeinde. Gib einem jeden etwas von deinem guten Heiligen Geist, damit wir dich und uns selbst und einander besser verstehen und vorankommen auf dem Weg, auf den du uns miteinander gestellt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Maleachi. Ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heere. Und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Jetzt ergeht über euch dieser Beschluss, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört und nicht von Herzen darauf bedacht seid, meinen Namen in Ehren zu halten, spricht der Herr der Heere, dann schleudere ich meinen Fluch gegen euch. Ihr seid abgewichen vom Weg und habt viele zu Fall gebracht, durch eure Belehrung. Ihr habt den Bund Levis zunichte gemacht, spricht der Herr der Heere. Darum mache ich euch verächtlich und erniedrige euch vor dem ganzen Volk, weil ihr euch nicht an meine Wege haltet und auf die Person seht bei der Belehrung. Und wir, haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle erschaffen? Warum handeln wir dann treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Hört aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sagte: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger daran rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Schwestern und Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Um Himmels Willen, das Sonntagsevangelium fragt ja auch mich als Priester heute an, nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer von damals. Lebe ich, was ich Sonntag für Sonntag hier verkünde? Bin ich echt glaubwürdig? Und mit mir muss ich das auch die ganze Kirche fragen, angesichts von Missbrauch, dem lieben Geld, dem fehlenden Mut vieler Bischöfe und dem ausbleibenden Reformwillen. Jesus spricht sein Wehe über Schriftgelehrte und Pharisäer. Menschen, die es doch ursprünglich recht meinten mit den Gesetzestafeln des Mose, den 10 Geboten, Richtschnur und Orientierung für unser Leben. Auch wir als Kirche, als eine Gemeinschaft von Getauften, Gefirmten und Konfirmierten wissen uns diesem Wort Gottes verpflichtet. Das Wort, das in Jesus Christus Mensch geworden ist, unser wahrer Lehrer und Meister. Nicht auf den Schein, sondern auf das Sein kommt es an. Auf Echtsein, auf Glaubwürdigkeit und nicht auf irgendwelche Machtpositionen oder Ehrentitel, die Papst Franziskus, Gott sei Dank, nahezu abgeschafft hat. Es geht um Menschlichkeit,
um Ausstrahlkraft, um eine Begeisterung, die aus dem tiefsten Inneren des Herzens kommt. Es geht um Barmherzigkeit und eine Liebe, die über allen Regeln und über dem Gesetz steht. Damit hat auch der Papst eine Entscheidung gefällt. Um des Heils der Menschen, um des Reiches Gottes, ja, um des Himmels willen. Der heilige Wolfgang, 924 hier in Pfullingen geboren und später Bischof von Regensburg, brachte beides zusammen, Verkündigung und sein eigenes Leben. Er war für viele damals ein Hoffnungsträger in der müde gewordenen Kirche. Wolfgang, ein Seelsorger mit Leidenschaft, mit weitem Herzen für die Armen. Er reformierte Klerus und Klöster. Jedes machtpolitische Gebaren lag ihm fern. Wolfgang, ein echter, glaubwürdiger Zeuge seiner Zeit. Nicht an denen, die ihre Macht missbrauchen, und auch nicht an den notorischen Dauernörglern möchte ich Beispiel nehmen, sondern an Jesus Christus und an Menschen, die versuchen, seinem Anspruch gerecht zu werden. Um des Heiles willen, um des Himmelreiches willen. Ich denke an Menschen, die es ernst meinen, die mit anpacken, die den Finger rühren, die Lasten mittragen. Menschen, die eine Lebensfreude ausstrahlen und Glaube nicht mit dem moralischen Zeigefinger verwechseln. Ich denke an einen Menschen aus unserer Gemeinde, ehemaliger Ministrant, geschieden, wieder verheiratet, mittlerweile ein glücklicher Ehepartner und Familienvater, der sich anfänglich in unseren Gottesdiensten hinter größeren Gemeindemitgliedern versteckt hat, weil er vor mir nicht erkannt werden wollte, sich schämte. Einer, der voller Sehnsucht nach dem Herrn, aber mit schlechtem Gewissen, das ihm die Kirche eingetrichtert hat, dann heimlich bei den Eucharistiehelfern die heilige Kommunion empfing. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren. Wir haben darüber geredet. Und es war wie ein Befreiungsschlag für ihn, wie auch für mich als Priester. Nun geht er auch heute voll Freude zum Abendmahl. Ein Hoffnungslicht. Zünden wir nach dem Glaubensbekenntnis weitere Hoffnungslichter in unserer Klagewand an für Menschen, die noch im Dunkel der Welt und der Kirche leben und manchmal auch durch uns leiden müssen. Amen.
Gott, dein Wort ist verlässlich und wahr. Du hörst unsere Klagen. Wir vertrauen dir und bitten dich. Für alle Verantwortlichen in unseren Kirchen, um echte Entscheidungen aus dem Geiste des Evangeliums. Für die Menschen, die Macht haben in unserer Welt, um echte Fürsorge für die Schwächsten dieser Erde. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und verbinde auf dich. Für alle, die Lasten tragen, um echten Beistand durch andere. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und verbinde mich, auf dich vertraue ich und verbinde mich. Für all unsere Verstorbenen, um ein echtes Leben in deiner Herrlichkeit. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und verbinde mich, auf dich vertraue ich und verbinde mich. Gott, hilf auch uns, so zu leben, dass unser Reden und Tun dir die Ehre geben, jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen. Herr, unser Gott, diese Gaben werden uns zum göttlichen Geschenk, das dich groß macht in unseren Gemeinden und in der Welt. Brot und Wein werden zum Sakrament, das uns die Gegenwart deiner Liebe und Barmherzigkeit vor Augen führt, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Töchter und Söhne zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beimal das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar.
Wir feiern das Mahl Jesu Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit göttlichem Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Bischof Gebhardt, dem evangelischen Bischof von Württemberg, Frank Ottfried, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für dein Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern, mit den Heiligen und Seligen von Pfullingen, Wolfgang, Kuno und Irmengild, dem heiligen Bruder Konrad und mit allen Heiligen, lass uns dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir das Gebet aller Christen, das uns der Herr selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Menschlicher Friede allein bleibt brüchig, trotz aller Friedensbemühungen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und dieser Welt nach deinem Willen Einheit, Gerechtigkeit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Thank you.
Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jedes Kind, das in unserer Gemeinde getauft wird, bekommt hier an der Taufwand seinen festen Platz. Unsere letzten beiden Täuflinge, das waren Marco und Amelia. Mit Namen und Datum sollen sich die Kinder erinnern an das Versprechen, das Gott ihnen und uns allen in der Taufe gibt. Dass wir angenommen sind, mit all unseren Fähigkeiten und Begabungen, aber auch mit unserem Scheitern und Versagen. Vor Gott dürfen wir echt sein. Denn seine Liebe ist echt. Sie wird für mich sichtbar in Jesus Christus. Als eine Liebe, die auch vor den Brüchen unseres Lebens nicht Halt macht, sondern sie umfasst. Mit genau dieser Liebe ruft Gott mich in seine Nachfolge. Und so kann sie mich auch verändern. Wenn Gott mich ansieht, so wie ich bin, dann brauche ich mir auch nichts vormachen. Dann kann ich Zeugnis ablegen von ihm, ohne mich zu verstellen. Und dann kann Gottes Geist auch echte Spuren hinterlassen, in meinem und vielleicht auch in ihrem Leben. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der treue und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Verkündet und lebt, was wir gefeiert haben. Tut dies in seiner Liebe und geht hin in Frieden.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen aus St. Wolfgang in Pfullingen von Dekan Hermann Friedel und mir, Pastoralreferentin Ines Spitznagel. Pfullingen ist eine mittelalterliche Stadt von ca. 20.000 Einwohnern, im schönen Echatztal gelegen, am Fuß des Aufstiegs zur Schwäbischen Alb. Die einst vom benachbarten Reutlingen ausgehende Reformation hat die württembergische Umgebung hier geprägt. Ökumene ist keine leere Worthülse. Sie wird in unseren Gemeinden auch gelebt. Umso erstaunlicher, dass Pfullingen allein drei Heilige und Selige hervorgebracht hat. Der berühmteste von ihnen ist der heilige Wolfgang, Patron unserer Kirche und unserer Kirchengemeinde. Er ist stellvertretend für viele Menschen ein Vorbild, der auch lebte, was er sagte. Und der somit um des Himmels willen echt und glaubwürdig war. Echt sein um des Himmels, um des Reiches Gottes willen. Unter diesem Motto wollen wir nun unsere Eucharistiefeier beginnen. Feiern Sie mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Mitfeiernde zu Hause, liebe Gemeinde hier in unserer Kirche St. Wolfgang, feiern wir den, den unsere Chorgemeinschaft eben als den Kyrios besungen hat, unseren Herrn Jesus Christus. Und öffnen wir uns für seine frohe Botschaft. Immer wieder klaffen Anspruch und Wirklichkeit in unserem Leben auseinander. Wir reden nur, anstatt zu handeln. Grund genug, Gott um sein Erbarmen zu bitten. Herr Jesus Christus, nur einer ist unser Meister. Wir alle sind Schwestern und Brüder. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, nur einer ist unser Vater, der im Himmel. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, nur einer ist unser Lehrer. Du, Herr, Herr, erbarme dich.
Der barmherzige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns alles, was uns noch voneinander und von ihm trennt, und schenkt uns wieder neu von seinem göttlichen, ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, junge und alte Menschen, einfache und kluge, erfolgreiche und solche, die sich schwer tun, hast du hier zusammengeführt als deine Gemeinde. Gib einem jeden etwas von deinem guten Heiligen Geist, damit wir dich und uns selbst und einander besser verstehen und vorankommen auf dem Weg, auf den du uns miteinander gestellt hast. Darum bitten wir durch Christus Richtschnur und Orientierung für unser Leben. Auch wir als Kirche, als eine Gemeinschaft von Getauften, Gefirmten und Konfirmierten wissen uns diesem Wort Gottes verpflichtet. Das Wort, das in Jesus Christus Mensch geworden ist, unser wahrer Lehrer und Meister. Nicht auf den Schein, sondern auf das Sein kommt es an. Auf Echtsein, auf Glaubwürdigkeit und nicht auf irgendwelche Machtpositionen oder Ehrentitel, die Papst Franziskus, Gott sei Dank, nahezu abgeschafft hat. Es geht um Menschlichkeit, um Ausstrahlkraft, um eine Begeisterung, die aus dem tiefsten Inneren des Herzens kommt. Es geht um Barmherzigkeit und eine Liebe, die über allen Regeln und über dem Gesetz steht. Damit hat auch der Papst eine Entscheidung gefällt. Um des Heils der Menschen, um des Reiches Gottes, ja, um des Himmels willen. Der heilige Wolfgang, 924 hier in Pfullingen geboren und später Bischof von Regensburg, brachte beides zusammen. Verkündigung und sein eigenes Leben. Er war für viele damals ein Hoffnungsträger in der müde gewordenen Kirche. Wolfgang, ein Seelsorger mit Leidenschaft, mit weitem Herzen für die Armen. Er reformierte Klerus und Klöster. Jedes machtpolitische Gebaren lag ihm fern. Wolfgang, ein echter, glaubwürdiger Zeuge seiner Zeit. Nicht an denen, die ihre Macht missbrauchen, und auch nicht an den notorischen Dauernörglern möchte ich Beispiel nehmen, sondern an Jesus Christus und an Menschen, die versuchen, seinem Anspruch gerecht zu werden. Um des Heiles willen, um des Himmelreiches willen. Ich denke an Menschen, die es ernst meinen, die mit anpacken, die den Finger rühren,
die Lasten mittragen. Menschen, die eine Lebensfreude ausstrahlen und Glaube nicht mit dem moralischen Zeigefinger verwechseln. Ich denke an einen Menschen aus unserer Gemeinde, ehemaliger Ministrant, geschieden, wieder verheiratet, mittlerweile ein glücklicher Ehepartner und Familienvater, der sich anfänglich in unseren Gottesdiensten hinter größeren Gemeindemitgliedern versteckt hat, weil er vor mir nicht erkannt werden wollte, sich schämte. Einer, der voller Sehnsucht nach dem Herrn, aber mit schlechtem Gewissen, das ihm die Kirche eingetrichtert hat, dann heimlich bei den Eucharistiehelfern die heilige Kommunion empfing. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren. Wir haben darüber geredet. Und es war wie ein Befreiungsschlag für ihn, wie auch für mich als Priester. Nun geht er auch heute voll Freude zum Abendmahl. Ein Hoffnungslicht. Zünden wir nach dem Glaubensbekenntnis weitere Hoffnungslichter in unserer Klagewand an für Menschen, die noch im Dunkel der Welt und der Kirche leben und manchmal auch durch uns leiden müssen. Amen. Gott, dein Wort ist verlässlich und wahr. Du hörst unsere Klagen. Wir vertrauen dir und bitten dich. Für alle Verantwortlichen in unseren Kirchen, um echte Entscheidungen aus dem Geiste des Evangeliums. Für die Menschen, die Macht haben in unserer Welt, um echte Fürsorge für die Schwächsten dieser Erde. Achtemal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Mahl Jesu Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit göttlichem Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Bischof Gebhardt, dem evangelischen Bischof von Württemberg, Frank Ottfried, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für dein Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern, mit den Heiligen und Seligen von Pfullingen, Wolfgang, Kuno und Irmengild, dem heiligen Bruder Konrad und mit allen Heiligen, lass uns dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir das Gebet aller Christen, das uns der Herr selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Menschlicher Friede allein bleibt brüchig, trotz aller Friedensbemühungen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und dieser Welt nach deinem Willen Einheit, Gerechtigkeit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste.
Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Für alle, die Lasten tragen, um echten Beistand durch andere. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und verfliege, auf dich vertraue ich und verfliege. Für all unsere Verstorbenen, um ein echtes Leben in deiner Herrlichkeit. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und verfliege, auf dich vertraue ich und verfliege. Gott, hilf auch uns, so zu leben, dass unser Reden und Tun dir die Ehre geben, jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen. Herr, unser Gott, diese Gaben werden uns zum göttlichen Geschenk, das dich groß macht in unseren Gemeinden und in der Welt. Brot und Wein werden zum Sakrament, das uns die Gegenwart deiner Liebe und Barmherzigkeit vor Augen führt, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. In deinen menschgewordenen Sohn hast du uns zum Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geiste besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Töchter und Söhne zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beimal das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Maleachi. Ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heere, und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Jetzt ergeht über euch dieser Beschluss, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört und nicht von Herzen darauf bedacht seid, meinen Namen in Ehren zu halten, spricht der Herr der Heere, dann schleudere ich meinen Fluch gegen euch. Ihr seid abgewichen vom Weg und habt viele zu Fall gebracht durch eure Belehrung. Ihr habt den Bund Levis zunichte gemacht, spricht der Herr der Heere. Darum mache ich euch verächtlich und erniedrige euch vor dem ganzen Volk, weil ihr euch nicht an meine Wege haltet und auf die Person seht bei der Belehrung. Und wir? Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle erschaffen?
Warum handeln wir dann treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Wort des lebendigen Gottes. Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Hört aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sagte: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger daran rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Schwestern und Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Um Himmels Willen,
Das Sonntagsevangelium fragt ja auch mich als Priester heute an, nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer von damals. Lebe ich, was ich Sonntag für Sonntag hier verkünde? Bin ich echt glaubwürdig? Und mit mir muss ich das auch die ganze Kirche fragen, angesichts von Missbrauch, dem lieben Geld, dem fehlenden Mut vieler Bischöfe und dem ausbleibenden Reformwillen. Jesus spricht sein Wehe über Schriftgelehrte und Pharisäer. Menschen, die es doch ursprünglich recht meinten mit den Gesetzestafeln des Mose, den 10 Geboten,